Wir sind hier an unserem dritten poetischen Ort, dem Arme-Sünder-Friedhof. Eigentlich ein geschichtsträchtiger Ort für Sindelfingen, der aber im Bewusstsein der Menschen hier total in Vergessenheit geraten ist. Hier wurden die Mörder, die Selbstmörder, die Diebe, die Huren, Kindsmörderinnen, auch ungetaufte Kinder, nicht begraben, nein, einfach verscharrt, sang- und klanglos, ohne Gebet und somit der ewigen Verdammnis überlassen. Den Anstoß, hier an diesem Ort über Toleranz und Gerechtigkeit nachzusinnen, will dieses gläserne Kunstwerk von Fritz Mühlenbeck geben. Gerade heute wieder ein sehr aktuelles Thema. Das Glas symbolisiert hier die Brüchigkeit unserer Werte. Zwei Flügelpaare kommen aus der Erde, die symbolhafte Befreiung der auf ewig verdammten Seelen, die sich aufschwingen und die Erde verlassen. Die Flügel lösen sich in Federn und Daunen auf und die Seelen entschweben in die Unendlichkeit. Das züngelnde Rot steht für Aggression und Dämonie, für Feuer und Blut. Das mussten die Begrabenen hier erleiden. Demgegenüber steht das Blau auf der größeren Stele, die Farbe der Reinheit und der Hoffnung auf Erlösung, die man den Begrabenen hier wünscht. Und so sehen wir es heute. Das Licht leuchtet allen, auch den armen Seelen. Der Ort der Angst wird zu einem Ort der Hoffnung. Der lange Zeit vergessene Ort am See ist wieder in das Bewusstsein der Sindelfinger Bürger gerückt. An exponierter Stelle und immer sichtbar, auch in der Nacht, denn die Stelen werden in der Dunkelheit beleuchtet.